Ja, herzlich willkommen zurück zur Veranstaltung Programmierparadigmen. Wir sind hier im fünften und letzten Teil des Moduls Control Abstraction. Und in diesem Teil soll es um Events gehen, also einer anderen Form von Abstraktion, mit der bestimmte Teile des Verhaltens eines Programms beschrieben werden können, die es interessanterweise auf verschiedenen Leveln gibt, also sowohl im Betriebssystem als auch in Programmiersprachen. Vielleicht fangen wir erstmal an mit der Frage, was ist denn überhaupt so ein Event? Also ein Event ist einfach irgendetwas, das passiert, worauf das Programm reagieren sollte. Und wir wissen vorher nicht so richtig, wann genau das passiert, sondern es passiert zu einer mehr oder weniger unvorhersagbaren Zeit. Also ein Beispiel sind alle möglichen Sachen, die vom Benutzer kommen, zum Beispiel Events, die im grafischen User Interface ankommen, so Dinge wie Mausklicks oder jemand tippt irgendwo was ein. Anderes Beispiel ist, wenn ich Input-Output-Operationen habe, zum Beispiel von einer Datei lese oder Dinge aus dem Netzwerk empfange, dann passiert das oft asynchron. Das heißt, ich weiß nicht genau, wann es aus dem Netzwerk kommt. Ich weiß auch nicht genau, wie schnell ich jetzt tatsächlich von meiner Festplatte lesen kann. Und all das wird in Programmen dann in Events abstrahiert, auf die das Programm dann reagieren muss, indem es zum Beispiel etwas tut, wenn auf irgendetwas geklickt wurde. Und dieses Etwas, was dann getan wird, das wird definiert in einem Event-Handler, was ja eine Form von Control Abstraction ist, nämlich in Form einer Routine, die genau dann aufgerufen wird, wenn eine bestimmte Art von Event passiert. Und hier gibt es zwei Arten von Händlern, die wir uns hier ein bisschen anschauen wollen, nämlich zum einen sequentielle Händler, die sozusagen die aktuelle Ausführung unterbrechen, um dieses Event zu behandeln. Oder Thread-Based Handlers, die in einem parallel ablaufenden Thread geschehen und sozusagen gleichzeitig mit der eigentlichen Ausführung des Programms dann ausgeführt werden. Schauen wir uns zunächst erstmal die sequentiellen Händler ein bisschen genauer an. Also hier ist die Idee, dass ein Event behandelt wird und zwar in dem Main-Thread der aktuellen Ausführung, sodass diese Ausführung eben unterbrochen wird. Das Event dann behandelt wird und dann geht es an der Stelle weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Ein Beispiel, wo das verwendet wird, sind die Betriebssystem-Interrupt-Handlers. Also jedes Betriebssystem hat gewisse Interrupts, also gewisse Dinge, die manchmal passieren können und worauf ein Programm reagieren muss oder reagieren kann zumindest. Und das wird dann in diesen sogenannten Interrupt-Handlers gemacht, die eben dann sequenziell, also in dem Hauptthread der Ausführung, sofort, wenn das Event auftritt, ausgeführt werden. Das Ganze läuft so, dass ein Programm einen Handler registrieren kann für eine bestimmte Bedingung, für eine bestimmte Art von Interrupt. Und wenn dieser Interrupt dann auftritt und zum Beispiel auf dem Hardware-Level direkt getriggert wird, dann wird das Betriebssystem die aktuelle Kontrolle also sozusagen die Ausführungskontrolle vom Programm zu dem entsprechenden Interrupt-Handler übergeben und anschließend dann den Zustand, in dem das Programm vorher war, wiederherstellen, sodass es aus Sicht des Programmes so aussieht, als ob es genau da dann weitergeht. Als konkretes Beispiel schauen wir uns einfach mal das Signaling an, wie es auf Unix-basierten Betriebssystemen funktioniert, also zum Beispiel dem Linux, auf dem ich das Ganze hier gerade aufzeichne. Das Betriebssystem, also in dem Fall Linux oder Unix, definiert eine Liste von Signalen, die jeweils bestimmte Ereignisse beschreiben. Also zum Beispiel ist eines dieser Ereignisse, dass der aktuelle Prozess unterbrochen werden soll, indem ich zum Beispiel versuche, diesen Prozess zu killen und was dann mit Hilfe des Sig-Kill-Signals beschrieben wird. Eine andere Variante ist, dass verschiedene Prozesse miteinander kommunizieren. Und da gibt es zum Beispiel ein Signal namens SIG-User-1, was dafür verwendet werden kann. Ich habe hier mal so eine Liste von diesen Signalen, die es unter Unix üblicherweise gibt. Also jedes dieser Signale hat so einen Namen, der mit SIG anfängt. Dann gibt es auch noch einen Zahlenwert dazu. Und dahinter wird dann beschrieben, was sich genau dahinter versteckt. Ich lasse das einfach dann mal in den Folien und man kann sich das einfach hinterher nochmal genauer anschauen. Ups. Was jetzt passiert, ist, dass jedes Programm einen Händler registrieren kann, mit Hilfe dessen dann das Verhalten, was eigentlich passieren würde, wenn so ein Signal ankommt, überschrieben werden kann. Also standardmäßig wird zum Beispiel, wenn ich
Sig-Kill-Aufrufe der Prozess einfach abgebrochen, aber ich kann auch einen Handler registrieren und überschreiben, dass da vielleicht was anderes passiert, zum Beispiel, dass der Prozess eben doch nicht abgebrochen wird. Diese Signale werden asynchron überliefert, das heißt, der Programmzustand wird einfach in dem Moment dann gespeichert, wenn so ein Signal auftritt und das Programm pausiert. Der registrierte Händler wird dann ausgeführt, wo auch immer das Programm gerade war, und anschließend geht es dann hinterher an der Stelle weiter, wo das Programm war, als dieses Signal angekommen ist. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was denn passiert, wenn in dem Betriebssystem so ein Event, so ein Signal auftritt, und wie das dann tatsächlich zum Event-Händler einer bestimmten Applikation übergeben wird. Also in diesem Ganzen spielen eigentlich zwei Komponenten eine Rolle, nämlich zum einen der Betriebssystem-Kernel, also zum Beispiel der Linux-Kernel, und zum anderen die Anwendung, also die User-Application, die auf diesem Betriebssystem läuft. Wir haben in der Anwendung irgendwo unsere ganz normale Programmausführung, die ich jetzt hier einfach mal so als eine Sequenz von Instruktionen darstelle, also dass wir die ganz normale Ausführung des Benutzerprogramms. Und was jetzt irgendwann passieren kann, ist, dass so ein Event auftritt und wir deshalb das Nutzerprogramm unterbrechen müssen. Und das wird mit Hilfe eines sogenannten Hardware-Interrupts gemacht, der auf der CPU der aktuellen Ausführung sagt: Stopp, du musst unterbrechen, denn hier passiert irgendwas anderes. Und was dann passiert, ist, dass die Kontrolle übergeben wird, also dass die Ausführung des Programms wird an genau der Stelle, wo wir gerade sind, unterbrochen, und stattdessen wird die Kontrolle an das Betriebssystem übergeben, indem wir den Interrupt-Händler haben, der dann diesen Interrupt tatsächlich behandelt. Und was der als erstes macht, ist, dass der den Zustand des Benutzerprozesses speichert, so dass wir später dann wieder zurück können dahin, wo wir vorher gewesen sind. Anschließend kommen wir wieder zurück aus dem Betriebssystem-Kernel. Also wir gehen von diesem Interrupt wieder zurück, und wir gehen jetzt aber nicht direkt wieder in das eigentliche Programm rein, sondern haben jetzt einen Event-Händler, der eben diesen Interrupt oder dieses Signal behandeln soll. Dieser Event-Händler ist im Prinzip ein Stück Code, der irgendwo in dem Programm mal definiert wurde. Und dieses Stück Code wird jetzt aufgerufen, genauso wie eine Funktion auch aufgerufen wird. Und um das tun zu können, müssen wir natürlich diese ganze Calling-Sequence, die wir früher in dem Modul hier schon gesehen haben, ausführen. Also all das, was geschieht, um eine Funktion aufzurufen, muss eben jetzt auch hier geschehen, um diesen Event-Händler aufzurufen. Das heißt, wir brauchen ein Stück Code, der ausgeführt wird, bevor wir in den eigentlichen Event-Händler reinspringen können, und der zum Beispiel so Dinge macht, wie die aktuellen Register zu speichern oder den Frame-Pointer und den Base-Pointer anzupassen, sodass wir dann diese Event-Händler-Funktion aufrufen können. Und dieses Stück Code nennt sich Signal Trampoline. Und der Name Trampoline kommt im Prinzip daher, dass das im Prinzip so eine Art Trampolin ist, wo wir bloß kurz reinspringen, um anschließend wieder rauszuspringen, nämlich in diesen Event-Händler. Also wenn man sich den Kontrollfluss anschaut, springen wir im Prinzip direkt hier von dem Interrupt-Händler in dieses Signal-Trampolin rein und von hier dann direkt wieder raus zum Event-Händler, der aufgerufen wird, genauso wie wir eine andere Funktion auch aufrufen würden. Und was der Event-Händler dann macht, ist, dieses Signal oder Event zu behandeln und schlussendlich irgendwann wieder zurückzukehren zu unserem Signal-Trampolin. Und was das dann schlussendlich macht, ist, den normalen Zustand, wie er vor dem Interrupt existiert hat, wieder herzustellen.
so dass wir dann schlussendlich von hier wieder in unser Hauptprogramm zurück können und die Ausführung da hoffentlich ganz normal fortgesetzt werden kann. So, um das Ganze nochmal ein bisschen praktischer zu zeigen, möchte ich mal zwei kleine Programme zeigen, die hier auf meinem Linux laufen und werde denen dann bestimmte Signale schicken und wir werden sehen, wie die darauf reagieren. Das erste ist ein sehr, sehr sinnvolles Programm, denn das hat genau ein Statement und das ist eine While-Schleife, die immer weiter ausgeführt wird, weil die Bedingung einfach dauerhaft 1 ist. Das heißt, dieses Programm läuft einfach, sofern ich es denn nicht unterbreche, unendlich lang und wird auch nie aufhören. Ich kompiliere das mal und führe es dann aus und wie man sieht, läuft das Programm und kehrt auch erstmal nicht zurück. So, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann diesem Programm ein Signal schicken und das Programm glauben lassen, dass irgendetwas passiert ist, was eben in diesem Signal drin steht. Eine Sache, die ich dafür brauche, ist die Prozess-ID von dem Programm. Also suche ich mal kurz nach dem Programm, was hier läuft. Die Prozess-ID ist also das. Und jetzt kann ich dem Programm mit Hilfe des Kill-Kommandos zum Beispiel das Signal schicken. Und was das tut, ist, dass ich, wenn ich jetzt wieder zurück zu meinem ersten Terminal gehe, dem Programm sagt, hey, du bist gerade abgebrochen, weil du eben ein Segmentation Fault hattest. Und das ist natürlich nicht wirklich passiert in dem Programm, weil das hat ja eigentlich gar keine Statements, die zu einem Segmentation Fault führen könnten. Aber ich habe dem Programm dieses Signal geschickt und der Prozess glaubt das dann sozusagen und ist damit unterbrochen, weil er denkt, es hat gerade ein Segmentation Fault gegeben. Als zweites Beispiel möchte ich mal ein anderes Programm zeigen, in dem wir nicht einfach nur auf Signale blind reagieren, sondern explizit einen Signal-Handler schreiben. Und zwar ist es auch wieder so ein sehr sinnvolles Programm, was einfach nur so eine Endlosschleife hat, aber neben dieser Schleife auch noch einen Signal-Handler registriert, und zwar für dieses SIGINT-Signal. Und wenn das kommt, dann möchte ich diese Hello-Funktion aufrufen, die Hello World ausgibt. Dieses SIGINT Signal, also INT steht für Interrupt, geschieht genau dann, wenn ich Ctrl-C drücke, also wenn ich das Programm laufen habe und dann Ctrl-C drücke, also normalerweise das Programm abstürzen würde, dann wird das Programm jetzt in dem Fall nicht abstürzen, sondern ich rufe dann diesen Signal-Händler hier oben auf und gebe dann hoffentlich Hello World aus. Schauen wir mal, ob das der Fall ist. Also ich kompiliere das zweite Programm und führe es dann auch aus. Und jetzt läuft es erstmal wieder in seiner Endlosschleife. Und wenn ich jetzt Ctrl-C drücke, dann wird ja normalerweise das Programm beendet, aber in dem Fall eben nicht, weil ich eben diesen Signal-Handler registriert habe, der stattdessen einfach nur Hello World ausgibt und mir sozusagen kundtut, dass ich das Programm jetzt nicht so einfach unterbrechen kann. Zum Glück gibt es noch ein anderes Signal, nämlich wenn ich Ctrl-Backslash drücke, dann wird das Quit-Signal an den Prozess gesendet und dafür gibt es hier zum Glück keinen Händler, den ich registriert habe und damit wird das Programm dann schlussendlich natürlich trotzdem abgebrochen. Also was man hier sieht, ist einfach, dass jedes Programm, was ich schreibe, diese Signal-Händler registrieren kann und dann entsprechend auf diese vom Betriebssystem versandten Signale reagieren kann. So, jetzt haben wir viel über diese sequentiellen Händler geredet. Ich möchte auch noch ganz kurz was zu den Thread-Based Handlers sagen. Also hier ist die Idee eben nicht, dass das Hauptprogramm unterbrochen wird, wenn ein Signal oder ein Event geschieht, sondern ich habe einen bestimmten Thread, der irgendwo im Hintergrund läuft und der nur dafür verantwortlich ist, bestimmte Arten von Events zu behandeln. Das macht man im Prinzip häufig, wenn man genau einen solchen Thread hat. Es könnte auch mehr als einen geben, aber in der Regel gibt es genau einen solchen Thread und die Idee davon ist, dass dieser Thread alles macht, was mit einer bestimmten Art von Event zusammenhängt. Zum Beispiel alles, was mit dem grafischen User Interface der GUI zu tun hat. Und weil es eben genau diesen einen Thread ist, muss der sich auch nicht mit anderen Dingen synchronisieren, sondern der behandelt alles, was mit der GUI zu tun hat und kann das dann auch machen, ohne dass da jemand anders dazwischen funkt. Dieses Pattern, dass man eben diesen einen Thread hat, der für bestimmte Arten von Events zuständig ist,
findet man zum Beispiel bei Android-Apps, wo es eben genau einen UI-Thread gibt, der dafür verantwortlich ist, die UI der App zu aktualisieren. Und alles, was UI-spezifisch ist, muss eben durch diesen Thread durchgehen. Im Falle von Android ist dieser UI-Thread auch gleichzeitig der Main-Thread der Applikation. Das heißt, man darf in diesem Thread im Prinzip oder man sollte in diesem Thread auch nur sehr kurze Operationen ausführen. Denn wenn ich da jetzt zum Beispiel eine längere Operation habe oder vielleicht sogar so eine Endlosschleife, wie die, die wir gerade gesehen haben, dann wird die App plötzlich nicht mehr reagieren. Das heißt, ich klicke dann vielleicht irgendwo drauf oder tippe irgendwo drauf und es passiert aber nichts, ganz einfach, weil dieser eine Thread, der auf die UI-Events reagiert, in dem Moment dann beschäftigt ist und vielleicht gerade diese Schleife ausführt. So, zum Abschluss dieses Moduls zum Thema Control Abstractions habe ich noch ein kleines Quiz, und zwar wieder in der Form, dass wir hier vier Sätze haben, von denen manche stimmen und manche nicht stimmen. Und ich würde Sie bitten, einfach an der Stelle das Video dann anzuhalten, ein bisschen darüber nachzudenken, welche dieser Sätze stimmen, im Ilias abzustimmen und anschließend dann erst weiterzuschauen. So, schauen wir uns mal die Lösung an. Also die ersten zwei Sätze stimmen nicht, denn Coroutinen sind eben nicht für Preemptive Multitasking, sondern für Non-Preemptive Multitasking, also eine Form von Multitasking, wo die einzelnen Tasks nicht unterbrochen werden, sondern explizit selber die Kontrolle zu anderen Tasks oder Coroutinen transferieren. Eine Calling Sequence ist eben nicht die Liste der Subroutinen, die während der Ausführung ausgeführt werden, sondern ist das sind, ja, sind die Sequenzen von Code, die vor und nach dem Aufruf einer Funktion ausgeführt werden müssen. Und die letzten beiden Sätze stimmen wieder. Finally Clauses werden tatsächlich immer ausgeführt, egal ob eine Exception geworfen wird oder nicht. Und Signals, eine Form von Events, wie wir sie im Betriebssystem oft haben, unterbrechen die normale Ausführung und dann wird entsprechend der Signalhändler ausgeführt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Moduls. Ich hoffe, Sie wissen jetzt ein bisschen besser darüber Bescheid, welche Form von Control Abstraction es denn in Programmiersprachen gibt, also wie ich quasi das ja, Verhalten oder ein bestimmtes Stück von Verhalten in einer Abstraktion kapseln kann, zum Beispiel Subroutinen oder Coroutinen oder so Dinge wie Exception-Händler oder Event-Händler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.